Seien ein Dreieck ABC, der Punkt A' Mitte von der Strecke BC, der Punkt B' Mitte von der Strecke AC, der Punkt C' Mitte von der Strecke AB und G der Schwerpunkt dieses Dreiecks ABC. Der Auftrag lautet: Beweise, dass Vektor GA' plus Vektor GB' plus Vektor GC' den Nullvektor ergibt. Zuerst machen wir eine entsprechende Zeichnung und stellen die Hypothese auf. Wir sollen beweisen, dass Vektor GA' plus Vektor GB' plus Vektor GC' den Nullvektor ergibt. Um das zu beweisen, werden wir diese Eigenschaft des Schwerpunkts eines Dreiecks einsetzen, die wir im vorigen Tutorial Vektoren 012 bewiesen haben. Wir sollen hier beweisen, dass die Summe dieser drei Vektoren den Nullvektor ergibt. Aber der Vektor GA', das ist die Hälfte vom Vektor AG durch den Leersatz der Mittellinien. Also ist Vektor GA' minus ein halbes Mal Vektor GA. So, aus demselben Grund ist der Vektor GB' gleich zu minus ein halbes Mal Vektor GB. Und wiederum aus demselben Grund ist der Vektor GC' gleich zu minus ein halbes Mal Vektor GC. In dieser vektoriellen Summe können wir minus ein halbes ausklammern und zwischen Klammern bleibt dann die Summe von Vektor GA, Vektor GB und Vektor GC. Und diese vektorielle Summe ergibt den Nullvektor. Also finden wir minus ein halbes Mal Nullvektor, das heißt Nullvektor. Somit haben wir effektiv bewiesen, dass die Summe dieser drei Vektoren den Nullvektor ergibt, was zu beweisen war. Also ist diese Aufgabe beendet.